Hallo, ich bin Hauke. Willkommen zu Teil 3 unserer Märchen- und Geschichten-Compilation, die sich ganz dem Thema Ostern und dem Frühling widmet. In diesem Video präsentieren wir euch 10 zauberhafte Erzählungen, 5 klassische Märchen und 5 brandneue Märchen und Geschichten aus dem Jahr 2024. Teil 1 und 2 dieser Compilation findet ihr in der Videobeschreibung. Alle Märchen sind auch in einer speziellen Playlist verfügbar, die ebenfalls verlinkt ist. In der Videobeschreibung könnt ihr zudem einer Gruppe über Märchen beitreten. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um auch zukünftig keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit dem Video. Die Sonne, der Hahn und der Mond. Ein Märchen aus Malaysia. Die drei Götterkinder, die Sonne, der Mond und der Hahn, lebten vor langer Zeit einträchtig zusammen im Himmel. Die Sonne und der Hahn hatten einander sehr lieb und niemals gab es einen Streit zwischen ihnen. Der Mond aber konnte den Hahn nicht leiden und darum neckte und quälte er ihn auch, wann und wo immer er nur konnte. Als nun einmal die Sonne gerade unterwegs war, um der Erde zu leuchten, ließ sich der Mond vom Hahn bedienen. Und wie sehr sich der Hahn auch Mühe gab, an allem nörgelte der Mond herum. Und schließlich packte er voller Wut den Hahn, zerzauste ihm alle Federn und warf ihm vom Himmel auf die Erde hinunter. Als die Sonne heimkam, sah sie betrübt, was geschehen war, und da sie die Älteste war, musste sie den Frieden wiederherstellen. Lange dachte sie nach, dann rief sie den Mond zu sich und sagte zu ihm: »Wir drei können nicht länger zusammenleben. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn ich unterwegs bin, um der Erde zu leuchten und euch alleine beisammen wüsste. Deshalb werden in Zukunft der Hahn und ich immer am Tage zusammen unterwegs sein und du magst dann in der Nacht deinen Weg am Himmel gehen. So vermeiden wir das Hässlichste und Traurigste, was es in der Welt gibt, den Zank und den Streit.« Und so wie die Sonne es gesagt hatte, geschah es auch. Seitdem weckt der kleine Hahn an jedem Morgen, ihr könnt es hören, mit seinem hellen Kikeriki die große Sonne auf und sie verbringen dann den Tag miteinander. Und erst am Abend, wenn die Sonne in den Himmel zurückkehrt und der Hahn in seinen Stall, dann steigt der Mond am Horizont auf und beginnt seine einsame Herrschaft über das Reich der Nacht und der Sterne. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Das erste Ostern im Land der Grünbartzwerge. Ein Märchen von einem unbekannten Verfasser und unbekannter Herkunft. Meine Güte! Schon wieder Ostern.
dieses Jahr auch noch so zeitig. Das Wetter, ob es wieder regnen wird, egal. Hab ja die wasserfesten Körbchen von den Grünbartzwergen. Auf diese Idee zu kommen, ja, ja, dazu kann man mir nur gratulieren. Na ja, eigentlich hatte Bad Linde die Idee. Wie auch immer, die Idee war und ist prima, murmelte Meister Tippel, der älteste Osterhase und Erfinder des Osterfestes im Märchenwald schlechthin, grinsend vor sich her. Er ist auf dem Weg zur Landesgrenze der Grünbartzwerge. Seine Helfer schnauften unter der Last der großen Eierkörbe, stapften aber tapfer voran. »Hey, Meister Tippel, schönen guten Morgen, hab schon auf dich gewartet. Hast dies Jahr noch mehr Arbeit als sonst, was?« ruft ihm Barthold vom Grenzbalken her fröhlich entgegen. »Halb so wild, halb so wild! Ihr habt mir geholfen und dafür habe ich versprochen, auch bei euch das Osterfest einzuführen. Leier den Balken hoch und lass uns ein. Es wird nicht lange dauern, bis wir mit dem Verstecken fertig sind.« Im Gänsemarsch geht es ins Grünbad Zwergenland. Hinter der Grenze hoppeln die Helfer in alle Richtungen des kleinen Reiches. Ehe die Bewohner aus ihrem Schlaf erwachen, sind die Ostereierkörbchen versteckt und die Mannschaft auf dem Rückweg. »Meister, hast du auch das eigenartige Klappern gehört?« fragt Hase Flitz, Tippels erster Stellvertreter, als sie nebeneinander die Landesgrenze überqueren. »Nö, was für ein Klappern!« »Weiß nicht genau. Als ich hinter den Baum am Haus von einem gewissen Schlaubart ein Körbchen abgelegt habe, klapperte es ganz eigenartig, als ob jemand bitterlich friert und Zähne laut aufeinander schlagen«, erwiderte Flitz und kratzt sich hinter seinem rechten Löffel. »Schlaubart ist der Erfinder im Grünbartreich, aber was sollte denn bei dem klappern? Na ja, vielleicht hat er gerade etwas gebaut. Bei den Intellektuellen ist alles möglich«, grinst Tippel und Flitz schmunzelt nun ebenfalls. Plötzlich wird das Klappern so laut, dass alle Hasen zurückhoppeln, um nach der Ursache zu schauen. Was sie sehen, verschlägt ihnen den Atem. In den Straßen wimmelt es nur so von kleinen, mäuseähnlichen, aber runden Tieren. Sie fressen, was ihnen vor die Nase kommt, und klappern dabei mit ihren Mäulern. »Die Ostereier!« schreit Flitz. Und nun macht es auch bei Barthold Klick im Kopf und er brüllt. »Oje, die habe ich ja ganz vergessen! Schlaubart, ruf die Klapperratzenputze zurück, sonst fällt Ostern aus! Sie fallen gleich über die Körbchen her!« Klatsch! Der Fensterladen des Küchenfensters von Schlaubart kracht gegen die Wand. Ein kurzer Blick und er hat die Situation erfasst. Ein gellender Pfiff zerreißt die Luft und die kleinen Viecher traben brav zurück in Richtung eines Geheges, das Flitz vorhin gar nicht aufgefallen war. Als sich alles beruhigt hat, schnauft Barthold sichtlich erleichtert durch. »Was war das denn?« Tippel kann es kaum fassen, was er gerade gesehen hat. Den anderen Hasen ergeht es nicht anders. Alle schauen den Grenzwärter mit fragenden Augen an. Barthold räuspert sich und beginnt. »Ich hab unsere Klapperratzputze vergessen. Ich hätte Schlaubart Bescheid geben sollen, dass er die Putzer erst loslässt, wenn die Kinder ihre Osterüberraschungen gefunden haben. Ich hab's einfach vergessen. Schließlich ist es das erste Ostern in unserem kleinen Land. Ihr habt ja gesehen, unser Volk zählt nur 100 Häuser und wir haben einen Baum neben jedem Gehöft und einen Garten. Vielleicht ist euch auch nicht entgangen,
dass es bei uns keinerlei Unrat gibt. Das verdanken wir Schlaubart. Er hat sie gezüchtet. Die Klapperatzeputze werden sonntagmorgens losgelassen und da fressen sie alles, ohne selbst Unrat zu machen. Sie verdauen restlos bis zur nächsten Säuberung. Schlau, nicht wahr? Was das so alles gibt? Putztierchen, die selbst keinen Abfall hinterlassen? Das muss ich meiner Frau erzählen. Sicher wird sie mir nicht glauben, oder sie will auch welche haben, murmelt Meister Tippel noch immer völlig perplex in seinen kurzen Bart. Tja, der Schlaubart ist halt ein Wissenschaftler, das kann man ihm nicht absprechen, lacht Flitz. Und bei denen ist alles möglich, ergänzt Tippel belustigt. Er hat seine Fassung wiedergefunden und nun geht es endlich zurück zu den Hasenbauern. Schon bald sind die Zwergenkinder auf der Suche nach den Überraschungen. Nach und nach werden die bunten Schalen auf die Straßen geworfen und die Eier genüsslich verspeist. An dem Klappern am Mittag stört sich hier niemand. Und nach kurzer Zeit ist das kleine Reich der Grünbartzwerge wieder ratzeputzsauber. Andere Länder, andere Sitten. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bibon und Sigwan oder Winter und Frühling. Aufgeschrieben von Karl Knorz in Märchen und Sagen der Indianer Nordamerikas, Jena, 1871. Es war Winter, überall war es tot und öde, und das Einzige, was man hörte, war der Nordwind, der die Bäume schüttelte und den Schnee vor sich hertrieb. Am Ufer eines zugefrorenen Flusses stand ein halb zerfallener Wigwam, aus dem nur noch wenig Rauch aufstieg, denn der Greis, der ihn bewohnte, war so schwach und erschöpft, dass er sich die Schneeschuhe nicht mehr festbinden konnte, viel weniger, dass er imstande war, einen Baum umzuhauen und ihn heimzuschleppen. Als seine letzten Kohlen am Verlöschen waren und er seiner baldigen Erstarrung entgegensah, ging plötzlich die Tür zu seiner Hütte auf und ein junger Mann hüpfte leicht wie eine Feder herein. Seine Wangen strahlten von Jugendfülle und Jugendkraft. Aus seinen Augen funkelte allbeglückende Liebe und seine Lippen umspielte ein unschuldiges Lächeln. Seine Stirn umgab ein lieblicher Kranz von frischem Waldgras und in jeder Hand hielt er einen duftenden Strauß frischer Frühlingsblumen. All seine Bewegungen waren tanzend. »Oh, du guter, schöner Fremdling«, sagte der Greis, »setze dich eine Weile zu mir und erzähle mir von dem fernen Land, aus dem du kommst. Lass uns die Nacht zusammenbleiben und ich werde dich auch mit dem Geheimnis unterhalten, in dem meine Kraft besteht.« Darauf stopfte er dem Jüngling seine beste Pfeife und die Unterhaltung begann. »Wenn ich atme«, sagte der Alte, »stehen Bäche und Flüsse still, und ihr Wasser wird so hart und rein wie Kristall.« »Der Hauch meines Mundes macht Berge und Täler grün«, erwiderte der Jüngling. »Wenn ich meine weißen Locken schüttle, so deckt Schnee das ganze Land und alle Blätter fallen von den Bäumen. Mein Atem treibt die Vögel in ein fremdes Land. Die wilden Raubtiere verbergen sich vor ihm und die Erde wird so hart wie Feuerstein.«
Doch wenn ich, Großvater, meine Locken schüttle, so ergießt sich ein belebender Regen auf die Erde. Die Pflanzen strecken ihre zarten Köpflein heraus und sehen so munter drein wie unschuldige Kinderaugen. Mein Ruf bringt die Vögel wieder zurück, mein Atem taucht Bäche und Ströme auf, und wohin du dann siehst, erblickst du die reinste Freude. Der Alte schwieg. Allmählich ging die Sonne auf und verbreitete eine angenehme Wärme. Rotkehlchen und Blaumeise sangen, die Flüsse erwachten aus ihrer winterlichen Erstarrung und Blumen und Kräuter schossen lustig aus der weichen Erde empor. Der Tag zeigte den wahren Charakter des Greises vollständig, denn als ihn der Jüngling aufmerksam betrachtete, hatte er nur das eisige Bild Bibons vor sich. Seine Augen tropften, er wurde immer kleiner und kleiner, bis er sich zuletzt ganz und gar auflöste. Auf seinem Feuerplatz erblühte die weiße Miskodit, Clantonia virginica, die Lenzschönheit, eine kleine Blume, die man gewöhnlich an der Grenze der kalten Zone erblickt. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Die Asselbande. Es war einmal eine kleine Assel namens Anton, die in einem verwunschenen Garten lebte. Anton war eine kleine, graue Assel mit einer glatten Panzerung, die wie eine Rüstung aussah. Seine winzigen Fühler zitterten vor Neugier, während seine großen, runden Augen die Welt um ihn herum aufmerksam beobachteten. Sein Körper war perfekt geformt, um sich zu einer perfekten Kugel zu rollen, wenn die Notwendigkeit dazu bestand. Antons Persönlichkeit war ebenso einzigartig wie sein Aussehen. Er war ein kluger Stratege und stets bereit, sich für seine Freunde einzusetzen. Sein Herz war so groß wie sein kleiner Körper und er strahlte eine warme, freundliche Aura aus. Trotz seiner geringen Größe hatte Anton einen starken Willen und eine unbändige Entschlossenheit, die ihn später zu einem Anführer der Asselbande machte. Denn eines Tages entdeckte er eine geheime Versammlung von Asseln, die Asselbande, Emma und Gustav. Emma, die zauberhafte Asseldame, hatte ein schillerndes silbergraues Schuppenkleid, das im Licht des Gartens glänzte. Ihre Fühler waren fein und anmutig, fast wie zarte Antennen, die die geheimnisvollen Schwingungen der Natur aufnahmen. Emma hatte auffällige mandelförmige Augen, die immer einen Hauch von Magie in sich trugen. Was Emma besonders machte, war die einzigartige Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Mit einem Anflug von Schüchternheit konnte sie sich aus der Sicht der anderen Insekten herausnehmen, wenn es notwendig war. Trotz ihrer besonderen Gabe war Emma eine liebevolle Freundin und die Seelenstärke der Asselbande. Ihre sanfte Art und ihre geheimnisvolle Eleganz machten sie zu einer faszinierenden Persönlichkeit im Gartenreich. Gustav, der Gourmet unter den Asseln, hatte einen auffällig lebendigen, orangefarbenen Panzer mit kunstvollen Mustern. Seine Fühler waren fein verzweigt und ständig in Bewegung, als ob sie die Aromen der Umgebung einfangen könnten.
Gustavs Augen waren groß und funkelten vor Begeisterung, besonders wenn es um Geschmack und Geruch ging. Was Gustav besonders auszeichnete, war sein erstaunlicher Geschmackssinn. Er konnte die verschiedensten Nuancen von Pflanzen und Leckereien im Garten erkennen. Sein Appetit für kulinarische Abenteuer und seine Fähigkeit, die besten Verstecke für köstliche Leckerbissen zu finden, machten ihn zu einem unverzichtbaren Mitglied der Asselbande. Gustav war nicht nur ein Gourmet, sondern auch ein liebenswerter Freund, der mit seiner fröhlichen Art die Asselbande zusammenhielt und die Freuden des Gartens in vollen Zügen genoss. Gemeinsam beschlossen sie, das Gartenreich zu beschützen. So hatte jeder in der Asselbande besondere Fähigkeiten. Anton konnte sich zu einer Kugel rollen und unter Blättern verstecken, Emma konnte sich unsichtbar machen und Gustav hatte einen erstaunlichen Geschmackssinn. Zusammen bildeten sie ein unschlagbares Team. Der verwunschene Garten, in dem die Asselbande lebte, war ein wahrhaft magischer Ort. Hohe Gräser wiegten sich sanft im Wind, während farbenfrohe Blumen in voller Pracht blühten und einen betörenden Duft verströmten. Der Boden war mit einem Teppich aus weichem Moos bedeckt, der sich unter den kleinen Beinchen der Insekten sanft anfühlte. Majestätische Bäume mit grünen Blättendächern boten Schatten und Verstecke, während glitzernde Wasserquellen durch den Garten plätscherten. Leuchtende Glühwürmchen tanzten in der Dämmerung und tauchten den Garten in ein sanftes, schimmerndes Licht. Überall im Garten gab es versteckte Pfade, die zu geheimnisvollen Orten führten. Von duftenden Kräuterbeeten bis zu schattigen Nischen, in denen kleine Käferfamilien ihre Heime hatten. Die Geräusche der Natur und das Summen von Bienen vervollständigten die Harmonie dieses verwunschenen Ortes, der den Bewohnern ein Zuhause voller Abenteuer und Zauber bot. Als eines Tages ein gefährlicher Käfer das Gartenreich bedrohte, versammelte sich die Asselbande mutig. Der gefährliche Käfer, der das idyllische Gartenreich bedrohte, war von düsterer Natur. Sein Panzer schimmerte in dunklen Farben wie ein bedrohlicher Schatten unter den Blättern. Seine kräftigen Beißwerkzeuge und seine spitzen Fühler verliehen ihm ein furchteinflößendes Aussehen. Dieser Käfer hatte die unheilvolle Fähigkeit, Pflanzen zu verschlingen und einen giftigen Hauch zu verbreiten, der die Natur um ihn herum verwelken ließ. Sein lautes Brummen kündigte Unheil an und versetzte die anderen Insekten in Angst und Schrecken. Die Asselbande erkannte die Bedrohung und stellte sich dem gefährlichen Käfer mutig entgegen, um das Gleichgewicht im Gartenreich zu bewahren. In einem packenden Kampf zwischen Licht und Dunkelheit setzten sie ihre einzigartigen Fähigkeiten ein, um den Garten vor dem drohenden Unheil zu retten. Anton rollte sich geschwind heran, Emma wurde unsichtbar und Gustav spürte den Käfer auf. In einem beeindruckenden Zusammenspiel ihrer einzigartigen Fähigkeiten setzte die Asselbande all ihre Kräfte ein, um den gefährlichen Käfer aus dem Garten zu vertreiben. Anton, die kluge Anführerassel, rollte sich geschickt zu einer Kugel und schoss mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf den Eindringling zu, um ihn abzudrängen. Emma, die zauberhafte Asseldame, nutzte ihre Gabe der Unsichtbarkeit, um den Käfer zu verwirren und ihm ausweichende Manöver zu entlocken. Gustav, der Gourmet unter den Asseln, erkannte mit seinem feinen Geschmackssinn die Schwachstellen des Käfers und leitete die anderen geschickt durch das Labyrinth seines Panzers. Gemeinsam formten sie eine unüberwindbare Front, trieben den Eindringling erfolgreich fort und bewahrten den Garten vor drohendem Unheil. Jeder einzelne Beitrag der Asselbande trug dazu bei, die Harmonie und Schönheit des verwunschenen Gartens zu bewahren.
Nach ihrem mutigen Triumph gegen den gefährlichen Käfer erstrahlte die Asselbande als strahlende Helden im Gartenreich. Die anderen Insekten versammelten sich, um ihre Bewunderung für die Tapferkeit und Entschlossenheit der Asselbande auszudrücken. Die glänzenden Flügel der Schmetterlinge klapperten vor Begeisterung, während die Bienen summend ihren Respekt ausdrückten. Die Ameisen formierten sich in einer respektvollen Parade, um den Weg der Asselbande zu säumen. Selbst die Libellen ließen ihre glitzernden Flügel in einem synchronen Tanz erstrahlen, um die heldenhaften Asseln zu ehren. Das Echo des Ruhms der Asselbande verbreitete sich durch den Garten und ihre Geschichte wurde zu einer Legende, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde. Von diesem Tag an lebten Anton, Emma und Gustav glücklich und zufrieden, immer bereit, ihr Zuhause zu verteidigen, die unvergessliche Asselbande. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. Frühlingsblumenliebe. Es war einmal in einem zauberhaften Wald namens Glitzerwald, der seinen Namen von den winzigen funkelnden Kristallen erhielt, die im Sonnenlicht wie magischer Staub glitzerten. In diesem Wald lebten viele wundersame Wesen, doch unsere Geschichte beginnt mit einem kleinen Jungen namens Hauke und einem ebenso kleinen Mädchen namens Renate. Hauke und Renate waren Nachbarn in einem nahegelegenen Dorf und ihre Familien waren seit Generationen eng miteinander verbunden. Als Kinder verbrachten sie ihre Tage damit, den Geheimnissen des Glitzerwaldes nachzuspüren. Eines sonnigen Frühlingstages entdeckten sie eine verborgene Lichtung, die von einem Teppich aus bunten Frühlingsblumen bedeckt war. Sie waren fasziniert von der Schönheit und dem Duft der Blumen und beschlossen, sich auf einer kleinen Holzbank niederzulassen, die am Rande der Lichtung stand. Dort saßen sie Hand in Hand und bewunderten die Blütenpracht um sie herum. »Schau dir nur diese Blumen an, Hauke«, sagte Renate mit einem breiten Lächeln. »Sie sind wie kleine Juwelen im Wald.« Hauke nickte zustimmend. »Ja, sie sind wirklich wunderschön. Es ist, als ob der Wald selbst uns zeigen möchte, wie viel Freude und Farbe er zu bieten hat.« So begann eine Tradition für Hauke und Renate. Immer wenn der Frühling kam, kehrten sie zur Lichtung der Frühlingsblumen zurück, um gemeinsam die Wunder der Natur zu bewundern. Sie sprachen über ihre Träume und Wünsche, teilten ihre Sorgen und Freuden und bauten eine tiefe Freundschaft auf, die im Laufe der Jahre nur noch stärker wurde. Die Blumen des Glitzerwaldes wurden zu ihrem Zufluchtsort, einem Ort, an dem sie sich frei fühlten und sich ihrer Verbundenheit mit der Natur bewusst wurden. Sie sahen zu, wie die Jahreszeiten kamen und gingen, aber ihre Liebe zu den Blumen und zueinander blieb bestehen, unverändert und stark wie die Wurzeln der Bäume, die den Wald umgaben.
Jahre vergingen und Hauke und Renate wurden zu alten Menschen. Doch trotz ihrer gebrechlichen Körper und grauen Haare kehrten sie noch immer zur Lichtung der Frühlingsblumen zurück. Dort saßen sie Hand in Hand und erinnerten sich an all die kostbaren Momente, die sie gemeinsam erlebt hatten. Eines Tages, als die Sonne golden durch die Baumwipfel schien und die Blumen in einem Meer aus Farben erstrahlten, spürten sie plötzlich, dass es Zeit war, Abschied zu nehmen. Doch als sie ihre letzten Atemzüge machten und sich voneinander verabschiedeten, wussten sie, dass ihre Liebe zur Natur und zueinander niemals enden würde. Denn in den Blumen des Glitzerwaldes würde ihre Geschichte für immer weiterleben, ein zeitloses Märchen von Liebe, Freundschaft und der unendlichen Schönheit der Natur. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. Rosi, das Funkelschwein. In einem verzauberten Wald, tief versteckt zwischen duftenden Blumen und sanften Grashügeln, lebte ein niedliches kleines Funkelschwein namens Rosi. Rosi war nicht wie die anderen Schweine im Wald. Sie hatte ein besonderes Geschenk. Jedes Mal, wenn sie fröhlich quietschte, strahlten kleine funkelnde Lichter aus ihrem rosafarbenen Fell. Rosi liebte den Frühling mehr als alles andere. Sie genoss es, durch die frischen Wiesen zu tollen und die bunten Blumen zu bewundern. Rosi, das kleine Funkelschwein, war ein liebenswertes Wesen im Herzen des Waldes. Sie war ein Wesen voller Lebensfreude und Neugier, aber vor allem liebte sie den Frühling. Sobald die ersten zarten Knospen zu sprießen begannen und die Vögel fröhlich zwitscherten, konnte Rosi es kaum erwarten, durch die Wiesen zu tollen und die Blumen in all ihrer bunten Pracht zu bewundern. Für sie war der Frühling eine Zeit der Freude, des Wachstums und der unendlichen Schönheit der Natur. Doch an einem bestimmten Tag, als die Luft von den süßen Düften der Blumen erfüllt war und die Sonne warm um Rosis glänzendes Fell schien, kündigte sich eine düstere Veränderung an. Ein unheilvoller Schatten legte sich über den Wald und die Luft wurde schwer und beklemmend. Rosi spürte eine unbestimmte Sorge in ihrem Herzen, als ob etwas Unheilvolles im Anmarsch wäre. Die Ursache dieser Störung war eine finstere Hexe namens Griselda. Griselda war bekannt für ihre bösartigen Pläne und ihre Lust, Unheil zu stiften. Sie war eine Meisterin der dunklen Magie und ihre Absichten waren nie gut.
An diesem Tag hatte sie beschlossen, den Frühling für immer zu stehlen, um ewigen Winter zu verbreiten. Ihr Herz war kalt wie Eis und sie sehnte sich danach, den Wald in eine frostige, trostlose Landschaft zu verwandeln, in der kein Leben gedeihen konnte. Griselda, in ihrem düsteren Schloss verborgen, begann ihre bösen Zauber zu wirken. Sie rief eisige Winde herbei, die Knospen erfrieren ließen, und die Dunkelheit, die den Himmel verdunkelte und die Sonne verbannte. Der Wald, der einst voller Leben und Farbenpracht war, wurde nun von Griseldas magischen Fesseln erstickt. Rosi spürte die Veränderung im Wald und wusste, dass sie handeln musste. Obwohl sie nur ein kleines Funkelschwein war, war ihr Mut größer als ihre Angst. Sie beschloss, sich der Hexe entgegenzustellen und den Frühling zu verteidigen, koste es, was es wolle. In ihrem Herzen wusste sie, dass sie keine andere Wahl hatte, als für das zu kämpfen, was sie liebte. Die Nachricht von Griseldas finsteren Plänen verbreitete sich wie ein Lauffeuer im gesamten Wald. Die Tiere, die den Frühling ebenso sehr liebten wie Rosi, waren verzweifelt. Die singenden Vögel hörten auf zu zwitschern, die Blumen verwelkten traurig und die Bäche erstarrten zu Eis. Ein Schleier der Dunkelheit legte sich über den einst lebendigen Wald und die Hoffnung schwand mit jedem vergehenden Moment. Die Tiere versammelten sich, um zu beraten, doch ihre Gesichter waren von Trauer und Hilflosigkeit gezeichnet. Sie wussten nicht, wie sie gegen die dunkle Magie der Hexe ankämpfen könnten, und sie fürchteten, dass der Frühling für immer verloren sei. In ihrer Verzweiflung wandten sie sich an Rosi, die sie als ihre letzte Hoffnung betrachteten. Rosi, das tapfere Funkelschwein, erkannte den Ernst der Lage. Obwohl sie selbst Angst verspürte, ließ sie sich nicht von Zweifeln überwältigen. Ihre Liebe zum Frühling und ihr Entschluss, das Gute zu verteidigen, gaben ihr die Kraft zu handeln. Mit einem festen Entschluss in ihrem Herzen verkündete sie den anderen Tieren, dass sie gegen die Hexe vorgehen und den Frühling retten würde, koste es, was es wolle. Und so machte sich Rosi, das Funkelschwein, auf den Weg zum Schloss der Hexe, bereit, sich ihrem Schicksal zu stellen und das Böse zu bekämpfen, das über den geliebten Frühling hereingebrochen war. Mit jedem Schritt, den Rosi näher zum Schloss der Hexe machte, wuchs ihre Entschlossenheit. Sie spürte das Gewicht der Verantwortung auf ihren zarten Schultern, aber sie ließ sich nicht entmutigen. Ihr strahlendes Funkellicht, das aus ihrem rosafarbenen Fell hervortrat, schien stärker zu leuchten als je zuvor, als ob es ihre Entschlossenheit und ihre Tapferkeit widerspiegelte. Die anderen Tiere des Waldes verabschiedeten Rosi mit Tränen in den Augen und einem Hauch von Hoffnung in ihren Herzen. Sie wussten, dass Rosi vielleicht die einzige Hoffnung war, den geliebten Frühling zu retten. Und so machte sich Rosi, begleitet von den guten Wünschen ihrer Freunde, auf den gefährlichen Weg zum Schloss der Hexe, bereit, sich dem Bösen entgegenzustellen und das Licht des Frühlings wiederherzustellen. Als Rosi das Schloss der finsteren Hexe Griselda erreichte, wurde sie von einem Anblick von düsterer Pracht überwältigt. Das Schloss ragte majestätisch über den umliegenden dunklen Wäldern empor. Seine spitzen und zackigen Türme schienen wie Finger des Bösen, die drohend in den Himmel wiesen. Die Mauern waren aus schwarzem Stein erbaut, von Ranken und Dornen überwuchert, und dunkle Wolken hingen schwer über den Türmen, als würden sie das Schloss vor neugierigen Blicken verbergen.
Der Hof des Schlosses war von einem undurchdringlichen Nebel umhüllt, der jeden, der sich ihm näherte, zu verschlingen schien. Die Wege waren mit schwarzen Rosen gesäumt, die ihre Dornen hungrig nach Blut ausstreckten, und das düstere Lachen von Griselda hallte gespenstisch durch die kalte Luft. Als Rosi durch das eiserne Tor schritt, spürte sie die Präsenz des Bösen, das das Schloss durchdrang. Aber sie zwang sich nicht zurückzuweichen, sondern mit entschlossenen Schritten voranzuschreiten, ihr strahlendes Funkellicht, ihre einzige Waffe gegen die Dunkelheit. Im Inneren des Schlosses traf Rosi schließlich auf Griselda. Die Hexe thronte auf einem düsteren Thron aus schwarzem Obsidian. Ihre Augen leuchteten vor böser Freude, als sie Rosi erblickte. Um sie herum tanzten Schatten und Flammen, und ein kalter Wind strich durch den Raum, als ob er das Herz derjenigen, die sich ihm näherten, erfrieren wollte. Doch Rosi ließ sich nicht von Griseldas finsterem Blick einschüchtern. Mit einem lauten Quietschen, das von Entschlossenheit und Mut erfüllt war, entfachte sie all ihre funkelnde Kraft. Ein strahlender Glitzerstrahl schoss aus ihrem Fell hervor und zielte direkt auf die Hexe. Griselda war überrascht und verblüfft von Rosis Tapferkeit und der Schönheit ihres Funkellichts. Langsam begann das Eis um ihr Herz zu schmelzen und sie erkannte, wie schön der Frühling wirklich war. Sie wurde von dem magischen Lichtstrahl getroffen und ein schmerzverzerrtes Kreischen entfuhr ihren Lippen. Die Dunkelheit, die sie umgab, begann zu verblassen und das Licht des Frühlings durchdrang die finsteren Gemäuer des Schlosses. Die schwarzen Rosen verwandelten sich in lebendige Blüten und die kalten Winde verstummten, während die warme Sonne des Frühlings durch die Wolken brach. Schließlich entschied sich Griselda, ihre bösen Pläne aufzugeben und den Frühling freizulassen. Der Wald erblühte wieder in seiner ganzen Pracht und die Tiere feierten Rosi als Heldin. Von diesem Tag an wurde Rosi, das Funkelschwein, als Beschützerin des Frühlings verehrt und lebte glücklich und funkelnd für immer im verzauberten Wald. Rosi hatte mit ihrer Tapferkeit und ihrer Entschlossenheit den Frühling gerettet und Griseldas dunkle Macht gebrochen. Der Wald erblühte wieder in seiner vollen Pracht und die Tiere jubelten vor Freude über die Rückkehr des Frühlings. Von diesem Tag an wurde Rosi, das Funkelschwein, als Heldin gefeiert, deren Mut und Liebe den Frühling für immer gerettet hatte. Und in den Tiefen des Waldes erstrahlte ihr Funkellicht weiterhin als Symbol der Hoffnung und des Sieges über die Dunkelheit. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. Der erwachende See, eine Ode an den Frühling. In der Stille der kalten Wintermonate ruhte ich tief unter einer eisigen Decke, eingefroren in einer Welt der Stille und des Wartens. Mein kristallklares Wasser war erstarrt, die Oberfläche glatt und undurchdringlich. Doch in meinem Inneren schlummerte Leben, geduldig darauf wartend, dass die Zeit des Erwachens kommen würde.
Als die ersten zarten Sonnenstrahlen des Frühlings über die Landschaft streiften, spürte ich eine Veränderung in der Luft. Ein sanftes Kitzeln erweckte mich aus meinem eisigen Schlaf. Die Wärme drang langsam durch die dicken Schichten des Eises und ließ es langsam schmelzen. Ein leises Knistern erfüllte die Luft, als das Eis begann zu brechen und zu knacken, und ich konnte spüren, wie die Bewegung zurückkehrte. Zuerst waren es nur kleine Rinnsale, die sich zaghaft ihren Weg durch die spaltenden Eisplatten bahnten. Doch mit jedem leichten Sonnenstrahl, der sich auf meiner Oberfläche niederließ, wurden sie stärker und mutiger. Das Eis, das mich gefangen hielt, begann zu schmelzen und bald lag ich wieder frei und offen unter dem blauen Himmel. Mit jedem Tag, der verging, erwachte mehr Leben um mich herum. Zarte Knospen brachen an den Ufern auf und ein sanfter Hauch von Grün breitete sich über das Land aus. Vögel kehrten zurück und füllten die Luft mit ihrem fröhlichen Gesang, während Schmetterlinge über meine Oberfläche tanzten. Ich spürte, wie die Energie des Frühlings mich durchströmte, und ich erwachte zu neuem Leben. Meine Wasser begannen wieder zu strömen, lebendig und voller Bewegung. Fische schwammen wieder in meinen Tiefen und das Lachen und Spielen von Kindern erfüllte meine Ufer. Der Frühling brachte nicht nur Wärme und Leben, sondern auch Veränderung. Doch in dieser Veränderung fand ich meine wahre Schönheit und Kraft. Denn wie der Frühling selbst war auch ich unermüdlich in meinem Zyklus des Erblühens und Vergehens, bereit, mich immer wieder neu zu erfinden und zu erneuern. Und so begrüßte ich den Frühling mit offenen Armen, bereit, all seine Wunder und Geheimnisse zu erfahren und freute mich auf die Abenteuer, die vor mir lagen. Denn der Frühling war nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein Versprechen für neues Leben und unendliche Möglichkeiten. Und ich, der See, war bereit, sie alle zu umarmen. In den ersten warmen Strahlen des Frühlings fanden auch die Menschen ihren Weg zu mir. Familien picknickten an meinen Ufern, während Paare Hand in Hand entlang meiner Uferpromenade spazierten. Kinder planschten vergnügt im flachen Wasser, ihre freudigen Schreie und Gelächter hallten über die Wasseroberfläche. Mit jedem Tag, der verging, wurde das Leben um mich herum bunter und lebendiger. Die Blumen blühten in allen Farben des Regenbogens und der Duft ihrer Blüten lag schwer in der Luft. Schmetterlinge flatterten in wilden Tanzformationen umher, und Bienen summten emsig von Blüte zu Blüte. Doch der Frühling brachte nicht nur Freude und Frohsinn, sondern auch Herausforderungen mit sich. Die Schneeschmelze und die starken Regenfälle brachten manchmal Überschwemmungen mit sich, die die umliegenden Felder und Häuser bedrohten. Doch selbst in diesen Momenten stand ich fest und stark, ein treuer Begleiter für die Menschen, die sich auf mich verlassen konnten. Und während der Frühling seinen Höhepunkt erreichte und sich langsam dem Sommer zuwandte, genoss ich jeden Moment in vollen Zügen. Denn der Frühling war nicht nur eine Zeit des Erwachens, sondern auch eine Zeit der Dankbarkeit und des Wachstums. Und ich, der See, war stolz darauf, ein Teil dieses wundervollen Zyklus des Lebens zu sein. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.
das Kind und der Kodama. Eine Legende aus der japanischen Folklore. Der Text, die Bilder und die umfangreichen Informationen nach der Legende wurden mir zur Verfügung gestellt von Renato Popovic. Einen herzlichen Dank dafür. Das Kind und der Kodama. In einem abgelegenen Dorf, umgeben von dichten Wäldern, lebte ein kleines Kind namens Taro. Taro war ein neugieriges und abenteuerlustiges Kind, das am liebsten seine Zeit im Wald verbrachte. Er kannte jeden Baum, jeden Bach und jedes Tier im Wald. Eines Tages, als Taro tief im Wald spielte, kam er zu einem riesigen uralten Baum. Der Baum war so groß und alt, dass er seinen dicken Stamm nicht einmal umarmen konnte. Fasziniert von dem Baum setzte sich Taro unter seinen weit ausladenden Ästen nieder und lauschte dem Rauschen der Blätter im Wind. Plötzlich hörte Taro ein leises Flüstern. Es war ein so sanftes Flüstern, dass er fast glaubte, es sich nur eingebildet zu haben. Er lauschte genauer hin und hörte das Flüstern erneut. Es kam aus dem Inneren des Baumes. Taro stand auf und legte sein Ohr an den Stamm des Baumes. Jetzt konnte er das Flüstern deutlich hören. Es war die Stimme eines alten Mannes, voller Weisheit und Güte. Der Mann erzählte Taro von den Geheimnissen des Waldes und von den Kodama, den Baumgeistern, die in den alten Bäumen wohnen. Taro war fasziniert von den Geschichten des alten Mannes. Er stellte ihm viele Fragen und lernte viel über die Natur und die Kodama. Der alte Mann war geduldig und beantwortete alle seine Fragen. Als die Sonne anfing unterzugehen, verabschiedete sich Taro von dem alten Mann und versprach, ihn bald wieder zu besuchen. Er ging zurück ins Dorf, voller neuer Eindrücke und Gedanken. Von diesem Tag an verbrachte Taro noch mehr Zeit im Wald. Er besuchte den alten Baum oft und lauschte den Geschichten des alten Mannes. Er lernte die Natur zu respektieren und die Kodama zu ehren. Eines Tages, als Taro im Wald spielte, hörte er ein lautes Krachen. Er rannte zu dem Geräusch hin und sah, dass Holzfäller dabei waren, den alten Baum zu fällen. Taro war entsetzt. Er rannte zu den Holzfällern und flehte sie an, den Baum zu verschonen. Er erzählte ihnen von den Kodama und von dem alten Mann, der in dem Baum wohnte. Die Holzfäller lachten ihn aus. Sie glaubten nicht an Kodama und an alte Männer im Inneren von Bäumen. Sie sagten Taro, dass der Baum alt und morsch sei und gefällt werden müsse, um Platz für neue Bäume zu machen. Taro war verzweifelt. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er rannte zurück zum Baum und umarmte seinen Stamm. Er weinte und flehte die Kodama um Hilfe an. Plötzlich erhob sich ein starker Wind. Die Blätter des Baumes raschelten laut und ein grelles Licht umhüllte den Baum. Die Holzfäller waren erschrocken und ließen ihre Werkzeuge fallen. Aus dem Inneren des Baumes trat der alte Mann hervor. Er war groß und majestätisch und seine Augen leuchteten vor Macht. Er erhob seine Hand und sprach mit einer Stimme, die wie Donner grollte. Die Holzfäller fielen auf die Knie und baten um Gnade. Sie hatten ihren Fehler erkannt und bereuten ihre Tat. Der alte Mann vergab ihnen und befahl ihnen, den Wald zu verlassen und niemals wieder zurückzukehren. Die Holzfäller flohen voller Angst. Der alte Mann wandte sich dann an Taro und lächelte ihn an. Er dankte ihm für seinen Mut
und seine Liebe zum Wald. Taro war überglücklich. Er hatte den alten Baum und die Kodama gerettet. Er lernte an diesem Tag eine wichtige Lektion. Die Natur ist voller Wunder und Magie und wir müssen sie immer respektieren und schützen. Von diesem Tag an lebte Taro in Frieden und Harmonie mit dem Kodama und dem alten Mann. Er lernte die Geheimnisse des Waldes und wurde ein Hüter der Natur. Die Legende von dem Kind und dem Kodama wird noch heute in den Dörfern um den Wald herum erzählt. Sie erinnert uns daran, dass die Natur ein kostbares Geschenk ist, das wir bewahren und schützen müssen. Jetzt folgen einige Worte von Renato Popovic und zahlreiche Informationen zu der japanischen Mythologie dieser Geschichte. Zur Information, die Texte von Renato sind immer so aufgebaut, dass erst die Informationen kommen und dann die Legende, das Märchen oder die Geschichte. Aufgrund der Hörgewohnheiten der Menschen, Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, setze ich seine Informationen aber ans Ende der Geschichte. Und nun folgen die Zahl und lehrreichen Informationen, die Renato in akribischer Kleinarbeit zusammengetragen hat. Jetzt folgen die Worte von Renato. Mal was aus der japanischen Mythologie. Zuerst eine kleine Einführung und Erklärung, danach weiter im Text eine Legende. Die Kodama, Geister. Im Deutschen werden Kodama zwar nicht wörtlich als Geister übersetzt, aber oft als Baumgeister bezeichnet. Hier ist eine detaillierte Erklärung der Kodama. Kodama, Baumgeister. Herkunft. Die Kodama stammen aus dem japanischen Volksglauben und gehören zur Gruppe der Yurei, Geister, und Kami, Naturgeister. Anmerkung von Hauke, das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen und wird mir vielleicht im folgenden Text noch weiter passieren. Nehmt es mir nicht übel, bitte. Eigenschaften. Kodama sollen friedliche und manchmal sogar neckische Wesen sein. Sie residieren in uralten Bäumen und gelten als deren Seele oder Lebenskraft. Sichtbarkeit. Eigentlich sollen sie gestaltlos sein, können sich aber guten Menschen in unterschiedlichen Gestalten offenbaren. Bedeutung. Man sagt, dass Kodama mit dem Baum verwurzelt sind und sterben, wenn der Baum gefällt wird. Ihnen wird daher großer Respekt entgegengebracht und man versucht, alte Bäume zu schützen. Unterscheidung zu Kami. Kodama werden zwar manchmal als schwache Kami, Naturgeister, bezeichnet, sie stehen aber nicht auf derselben Stufe wie große Götter. Weitere Informationen. Kodama spielen in der japanischen Mythologie und Folklore eine wichtige Rolle. Es gibt viele Geschichten und Legenden über sie. Sie erscheinen auch in modernen Werken der japanischen Populärkultur wie Anime und Manga. Kodama, die Baumgeister der japanischen Mythologie. Tiefer Einblick in die Welt der Kodama. Herkunft und Wesen. Entstehung. Kodama entstammen dem japanischen Volksglauben und sind eng mit der Natur verbunden. Sie gelten als Baumgeister oder die Seele uralter Bäume. Eigenschaften. Kodama werden als friedliche und scheue Wesen beschrieben, die im Inneren alter Bäume wohnen. Sie sind eng mit dem Leben des Baumes verbunden und sollen dessen Lebenskraft verkörpern. Gestalt. In ihrer wahren Form sind Kodama gestaltlos, jedoch können sie sich gegenüber Menschen, die sie respektieren, in verschiedenen Erscheinungsformen zeigen, oft als lichtdurchdrungene Nebelwesen oder in Gestalt von Kindern. Stimme. Die Stimme der Kodama wird als leises Rauschen oder Flüstern des Windes in den Blättern beschrieben. Bedeutung und Symbolik. Verbindung zur Natur. Kodama symbolisieren die tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Natur. Sie stehen für den Schutz der Umwelt und die Achtung vor allen Lebewesen. Respekt vor dem Alter. Die Verehrung der Kodama und der alten Bäume, in denen sie wohnen, drückt den Respekt vor dem Alter und der Weisheit der Vergangenheit aus. Warnung vor Abholzung. Der Tod eines Kodama beim Fällen eines Baumes
verdeutlicht die Folgen der Umweltzerstörung und mahnt zum Schutz der Natur. Mythen und Legenden. Zahlreiche Mythen und Legenden ranken sich um die Kodama. Hier einige Beispiele. Der Holzfäller und der Kodama. Ein Holzfäller will einen alten Baum fällen, in dem ein Kodama wohnt. Trotz Warnungen schlägt er den Baum um und wird daraufhin von Unglück und Misserfolgen heimgesucht. Das Kind und der Kodama. Ein Kind verirrt sich im Wald und trifft auf einen Kodama. Dieser hilft dem Kind, den Weg zurück nach Hause zu finden und lehrt es gleichzeitig, die Natur zu respektieren. Die Kodama und die Musik. In einigen Legenden wird erzählt, dass Kodama Musik lieben. Wer im Wald auf der Flöte spielt, kann einen Kodama anlocken und dessen Weisheit erfahren. Moderne Rezeption. Die Kodama haben Einzug in die moderne japanische Populärkultur gehalten. Sie tauchen in Anime, Manga, Videospielen und Literatur auf und erfreuen sich großer Beliebtheit. Beispiele: Anime: Prinzessin Mononoke, Kodomo no Yikan. Manga: Mushishi, Natsume Yuyinshu. Videospiele: The Legend of Zelda, Majora's Mask, Nioh 2. Rituale und Zeremonien. In einigen Regionen Japans gibt es spezielle Rituale und Zeremonien, um die Kodama zu ehren und ihren Schutz zu erbitten. Schutz der Bäume. Der Glaube an die Kodama hat zum Schutz alter Bäume und Wälder in Japan beigetragen. Kodama in der Shinto-Religion. In der Shinto-Religion spielen Kodama eine Rolle als Vermittler zwischen der spirituellen Welt und der Welt der Menschen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Kodama faszinierende Wesen der japanischen Mythologie sind, die die tiefe Verbindung zwischen Menschen und Natur symbolisieren. Sie erinnern uns daran, die Umwelt zu respektieren und die alten Bäume, in denen sie wohnen, zu schützen. Ich hoffe, diese detaillierten Informationen geben Ihnen einen umfassenden Einblick in die Welt der Kodama. Textquelle: Japanische Folklore, recherchiert von Renato Popovic. Und nochmal von mir persönlichen Dank an Renato dafür, dass ich diese Informationen und deine Bilder benutzen darf. Ich hoffe, jedem hat diese Mischung aus Informationen und Märchen gefallen, und wenn du Renatos Text selber lesen möchtest, werde ich ihn auf jeden Fall für euch verlinken. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. Rabudiratz, das Gänseblümchen. Es war einmal eine kleine Blumenwiese am Rande eines stillen Waldes.
Inmitten dieser Wiese stand ein einsames Gänseblümchen namens Rabudiratz. Es war kein gewöhnliches Gänseblümchen, denn es träumte davon, die Welt außerhalb der Wiese zu erkunden. Doch Rabudiratz hatte keine Beine, um herumzulaufen, wie die anderen Blumen es taten. Eines Tages, als die Sonne golden über die Wiese schien, sprach Rabudiratz zu den anderen Blumen. »Ich wünschte, ich könnte die Welt da draußen sehen und erleben, wie ihr es tut.« Die anderen Blumen lachten und sagten, »Aber Rabudiratz, du bist ein Gänseblümchen. Blumen können nicht herumlaufen, wie Menschen oder Tiere.« Rabudiratz ließ sich jedoch nicht entmutigen. »Vielleicht kann ich nicht wie die anderen Blumen laufen«, sagte er, »aber ich werde einen Weg finden, die Welt zu erkunden.« Und so begann Rabudiratz nach einer Lösung zu suchen. Er sprach mit den Vögeln, den Schmetterlingen und sogar mit den Käfern, die auf der Wiese lebten. Schließlich hörte es von einer alten Eule, die tief im Wald lebte und Weisheit über die Natur hatte. Rabudiratz machte sich auf den Weg zum Wald und fand die alte Eule. »Alte Eule«, begann Rabudiratz, »ich möchte die Welt erkunden, aber ich habe keine Beine, um zu gehen. Was soll ich tun?« Die Eule lächelte und sagte, »Manchmal müssen wir unsere Träume auf ungewöhnliche Weise erreichen, Rabudiratz. Du magst keine Beine haben, aber du hast etwas anderes, das dir helfen kann.« Die Eule lehrte Rabudiratz, wie es seine Blütenblätter benutzen konnte, um sich fortzubewegen. Rabudiratz übte fleißig und bald konnte es tatsächlich durch die Wiese gleiten. Mit neuen Fähigkeiten ausgestattet, machte sich Rabudiratz auf eine abenteuerliche Reise. Es besuchte Felder, Berge und sogar einen Fluss. Überall, wo es hinkam, brachte es Freude und Hoffnung mit seinen leuchtenden Blüten. Doch nach einiger Zeit sehnte sich Rabudiratz nach seiner Heimat, der Blumenwiese. Trotz all der Wunder, die es gesehen hatte, vermisste es die sanfte Brise, das Summen der Bienen und vor allem die Gesellschaft der anderen Blumen. Und so kehrte Rabudiratz schließlich zur Blumenwiese zurück, wo es mit offenen Blüten von seinen Abenteuern erzählte. Es hatte gelernt, dass es nicht notwendig war, die ganze Welt zu bereisen, um Glück zu finden. Manchmal lag das größte Glück einfach in dem, was man bereits besaß, die Liebe und Freundschaft derjenigen, die einem nahestanden. Und Rabudiratz war dankbar, ein Teil dieser wunderbaren Welt zu sein, egal ob es Beine hatte oder nicht. Du denkst, diese Geschichte ist gelogen oder gar unlogisch? Das werden wir nie erfahren.
Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Von der schönen Schwanenjungfer von Johann Wilhelm Wolf aus Deutsche Hausmärchen 1958. In Frankreich war ein junger Jägerbursch, der war der beste Schütze weit und breit, aber an einem Tage ging er bis zum Abend im Wald herum und konnte nicht zum Schuss kommen. So kam er endlich mitten in der Wildnis an einen großen schönen See. Darauf schwamm ein Schwan, blank und silberweiß, wie er noch keinen gesehen hatte. Er legte rasch seine Armbrust an und zielte auf den Vogel, da rief eine Stimme: »Schieß nicht, sonst kostet es dich dein Leben!« Er erschrak und setzte ab, besann sich aber kurz und legte wieder an. Doch zum anderen Male rief es: »Schieß nicht, sonst kostet es dich dein Leben!« Er ließ nochmals die Armbrust sinken, legte aber dann zum dritten Male an und dachte: »Diesmal schieß ich, mag da rufen, wer da will!« Aber noch ehe er geschossen hatte, schwamm auf einmal statt des Schwanes eine wunderherrliche Jungfrau auf dem Wasser. Die sprach zu ihm: »Du wirst mich erlösen und glücklich sein, wenn du ein Jahr lang alle Sonntage ein Vaterunser für mich betest und nie von meiner Schönheit sprichst.« So sprach sie und verschwand. Der Jägerbursch aber ging verwundert nach Haus und sprach von dem Tag an alle Sonntage ein Vaterunser für die Schwanenjungfer. Als nun das Jahr fast verstrichen war, trug es sich zu, dass der König von Frankreich ein großes Vogelschießen ansagen und dabei verkünden ließ, dass der beste Schütze seine Tochter als Preis bekommen solle. Alle Jäger im ganzen Lande kamen natürlich herbei und unser Jägerbursch auch. Der schoss aber dem Vogel mitten ins Herz hinein, und weil keiner ihm den Schuss nachtun konnte, war er Schützenkönig und sollte die Prinzessin von Frankreich heiraten. Nun kam er in große Not, weil er der Schwanenjungfer in Treue gedachte und von keiner anderen etwas wissen wollte. »Ich will das Glück einem anderen zukommen lassen«, sprach er, aber als der König heftig in ihn drang, warum er so hohe Ehre verschmähe, da vergaß er sich und sagte, er habe eine Braut, die sei noch 1000-mal schöner als die Königstochter von Frankreich. Die Rede war aber kaum seinem Mund entfahren, so stand auch schon die Schwanenjungfer vor ihm, schaute ihn traurig an und sprach: »Hättest du meine Schönheit nicht gesagt, so hättest du mich erlöset. Jetzt musst du mich suchen im gläsernen Berg.« Da fiel ihm sein Leichtsinn schwer aufs Herz, er schnürte sein Bündel und zog aus, um den gläsernen Berg zu finden. Lange, lange schon war er unterwegs, als er eines Tages in einen dunklen Wald gelangte. Darin wanderte er 3 Tage und 3 Nächte lang umher, bis er am 4. Morgen vor einer einsamen Waldhütte stand. Aus der Mühle trat aber alsbald ein Mann und fragte ihn, was er da wolle. Er sei der Müller vom Gläsernen Berg und hätte jetzt schon seit 700 Jahren keinen Menschen in dem Walde gesehen. Da sprach der Jägerbursch: »Wenn du der Müller vom Gläsernen Berg bist, so musst du mir auch sagen können, wie ich hineingelangen mag.« »Dahin kannst du nicht kommen«, erwiderte der Müller. Als ihm aber der Jäger mit Bitten keine Ruhe ließ, versprach er endlich, ihm dazu behilflich zu sein. Er ging in die Mühle, holte einen gesattelten Geißbock heraus und ließ ihn aufsitzen, denn nur so könne er zum gläsernen Berge reiten. Da stieg der Jägerbursch dem Tier auf den Rücken, der Bock hatte aber kaum die Last gespürt, als er anfing auf und davon zu springen, durch Wald und Hag, über Stock und Stein, schneller als das beste Ross, das dem Reiter Hören und Sehen verging. So lief er bis dicht vor den gläsernen Berg, da warf er den Jäger ab und machte sich spornstreichs wieder nach Haus, auf dem Wege, den er gekommen war. Vor dem gläsernen Berg aber, da war eine gar schöne frische Quelle,
Und weil der Jägerbursch von dem langen Ritte Durst bekommen hatte, so dachte er, du kannst erst einmal trinken, ehe du in den Berg hineingehst. Er bückte sich nieder zu dem klaren Wasser und wollte davon schöpfen mit seinem Trinkhorn. Da rief eine Stimme: Trink nicht, oder es kostet dich dein Leben. Er hielt erschrocken ein und sah sich um. Weil aber niemand da war und der Durst ihn immer mehr quälte, so schöpfte er dennoch und trank von dem klaren Wasser. Da fiel er mit einem Male um und schlief ein, als wenn er nimmer erwachen wollte. Als er nun so dalag, stand mit einem Male die schöne Schwanenjungfer neben ihm. Sie war aber gar zornig über seinen großen Ungehorsam, zog seine Hirschfänger heraus und wollte ihn totstechen. Sie hatte ihm die kalte Spitze schon aufs Herz gesetzt, da hielt sie wieder ein. Denn Mitleid und Liebe kamen über sie und sie dachte in ihrem Sinne, er kann mich doch vielleicht noch erlösen. Also verschwand sie wieder und er war für dieses Mal gerettet. Doch ehe die Jungfrau ihn verließ, hatte sie mit dem Finger auf die Scheide seines Hirschfängers etwas geschrieben, und als er erwachte, las er diese Worte: Hättest du nicht von dem Wasser getrunken, so hättest du mich erlösen können. Jetzt musst du mich suchen in der finstern Welt. Von dem gläsernen Berg aber war weit und breit nichts mehr zu sehen und zu hören. Da stand er nun und wünschte sich das Leben nicht mehr und verfluchte seinen Leichtsinn einmal über das andere Mal. Doch was wollte er anderes tun, als die finstere Welt suchen? Er machte sich frisch auf den Weg und wollte nicht ruhen noch rasten, bis er die finstere Welt gefunden hatte. Noch länger als das erste Mal müsste er herumwandern, bergab und bergauf. Da kam er endlich wieder in einen großen, dunkelen Wald. Als er drei lange Tage darin umhergegangen war, fand er wieder, wie das erste Mal, eine einsame Waldmühle mit einem Mann darinnen, der sprach, er sei der Müller von der finsteren Welt und hätte nun seit 700 Jahren keinen Menschen in diesem Walde zu sehen bekommen. »Wenn du der Müller von der finsteren Welt bist«, sprach der Jäger, »so musst du mir auch sagen können, wie ich hineingelangen mag.« »In die finstere Welt gelangst du nimmermehr«, erwiderte der Müller. Doch da er gar zu dringend bat, versprach er dem Jäger endlich, ihn hineinzuschaffen. »Morgen kommt der Vogel Greif«, sprach er, »und holt ein Fass voll Mehl ab für die finstere Welt. Der muss dich mitnehmen.« Da blieb der Jägerbursch in der Mühle über Nacht. Des anderen Tages aber hieß ihn der Müller in ein großes Fass voll Mehl kriechen und das andere abwarten. Nicht lange, so rauschte es in der Luft, der Vogel Greif kam herangeflogen, packte das Fass mit den Klauen und führte es mitsamt dem Jäger fort. Als er eine gute Zeit lang geflogen war, hielt er an und stellte seine Last nieder, denn er war nun angekommen in der finstern Welt. Der Jäger merkte, dass es nicht mehr weiterging, schnitt sich mit seinem Hirschfänger ein Loch in die Fasswand und kroch vorsichtig heraus. Nun war es um ihn herum so dunkel wie in einem Sack, in der Nähe aber hörte er das Rauschen eines Wassers. Da kroch er auf Händen und Füßen dem Geräusch nach und fand endlich eine Brücke, die über das rauschende Wasser führte. Und als er auf der anderen Seite war, sah er in der Ferne ein Licht und ging darauf hinein. Er hatte weit zu gehen, bis er endlich dem Lichte so nahe war, dass er sehen konnte, was es eigentlich war. Er gelangte nämlich in ein dunkles Tal, worinnen zwei Frauen herumwandelten, von denen die eine das Licht in der Hand trug. Als er nahe zu ihnen herankam, so war es wahrhaftig die Schwanenprinzessin, die ging mit einer Kammerjungfer umher und las Dörres Reisig zusammen. Als sie den Jägerburschen erblickte, hieß sie ihn freudig willkommen und bat ihn, mit ihr zu gehen, so er den Mut und Willen hätte, sie wieder zu erlösen aus der finsteren Welt, in die sie wegen seines Ungehorsams wäre verwünscht worden. Das versprach er gern und ließ sich von ihr führen bis in ihre Schlafkammer,
wo sie ihn unter das Bett kriechen und ruhig liegen bleiben hieß. »Ich muss jetzt zur Musik«, sprach sie, »aber um 11 Uhr komme ich wieder und lege mich schlafen. Dann musst du hervorkommen und dich quer über mich hinlegen und nicht von der Stelle weichen, was auch geschehen mag.« So sprach sie und ging fort, und der Jägerbursch tat wie befohlen. Die Zeit wollte ihm aber unter dem Bette gar lang werden, bis sie wiederkam. Endlich trat sie hinein und legte sich nieder. Da kroch er schnell hervor und tat nach ihrem Geheiß. Da er nun kaum sich über sie gelegt hatte, kamen auch schon die Geister von der finsteren Welt mit großen Lärmen herein und an das Bett. Der Angstschweiß brach dem armen Jäger aus, aber er rührte und regte sich nicht, gleich als ob er fest schliefe. Die Geister fingen nun an, auf ihn zu schlagen wie auf einen Sack und ihn zu stechen und peinigen auf alle Art und Weise. Er hätte schreien können aus allen Kräften und dachte, er müsse des Todes sein, aber blieb standhaft und fest und bewegte keinen Finger. Bis um Mitternacht musste er es also abhalten. Mit dem Schlage 12 aber waren die Geister verschwunden, als wären sie niemals da gewesen. Der Jägerbursch war wund und geschunden an allen Gliedern, die Schwanenprinzessin aber bestrich ihn mit einer Wundersalbe, dass ihm kein Finger mehr wehe tat. Da lobte sie ihn, dass er die erste Probe so wacker bestanden, und stellte allerlei Speisen und köstlichen Wein vor ihn zur Stärkung. Als er jedoch getrunken und gegessen hatte, hieß sie ihn wieder hinabkriechen und liegen bleiben bis zur anderen Nacht. Den Abend musste sie wieder weggehen zur Musik, und als sie um 11 Uhr heimkam, kroch er hervor und tat wie das erste Mal, weil er wusste, dass ihm nichts geschehen konnte, wenn er fest blieb, war seine Angst schon geringer geworden. Doch war sein Mut größer, so war auch die zweite Probe härter als die erste. Die Geister stürzten sich mit grausigem Getöse herein und begannen also mit ihm umzuspringen, dass das, was sie zuvor getan, nur ein Kinderspiel dagegen war. Als sie ihm am ganzen Leibe zerhauen und zerstochen, dass keine heile Stelle mehr an ihm war, und alles nichts an ihm fruchten wollte, schleppten sie einen großen Kessel voll siedenden Öles herein, stellten ihn vor das Bett und schickten sich an, ihn hineinzuwerfen. Sie hatten ihn an Händen und Füßen aufgehoben und hielten ihn darüber. Er dachte, nun sei es wirklich um ihn geschehen und wollte eben aufschreien, da schlug es Mitternacht und sie mussten fort. Die Schwanenjungfer aber hatte ihn gar bald wieder mit ihrer Salbe geheilt. Darauf erquickte sie ihn wieder mit Speis und Trank und dankte ihm gar freundlich, dass er auch das zweite Mal sich so gut gehalten und somit ihre Erlösung ihrem Ende nahegebracht hatte. »Noch einmal bleibe fest«, sprach sie, »so bin ich dein, und wir wollen immer in Freude leben, jetzt aber musst du wieder unters Bett und still liegen«, bis zur anderen Nacht. Die letzte Nacht kam und alles trug sich zu wie vorher, nur dass es die finsteren Geister diesmal am allerschlimmsten trieben. Sie zerhieben und zerschnitten ihn, als wenn er es gar nicht gespürt hätte, und da immer noch keine Qual ihn zum Schreien brachte, trugen sie einen großen Galgen herein und machten Anstalt, ihn daran aufzuknüpfen. Schon hatten sie ihm die Schlinge um das Genick gelegt, da tat es einen ungeheuren Schlag und die Erlösung war glücklich vollbracht. Ehe er wusste, wie ihm geschehen, stand der Jägerbursch im Freien und im Hellen und die Schwanenprinzessin war bei ihm und war erlöst. Sie bestrich ihn zum letzten Male mit der Salbe, als dass er gesunder und schöner ward denn zuvor. Dann heiratete er sie und zog mit ihr gen Frankreich an des Königs Hof. Als der sie nun erblickte in ihrer großen Herrlichkeit, da musste er selber gestehen, dass sie schöner sei als seine Tochter.
Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.